Hallo, hier ist wieder der Disney-Opa aus dem Main Street Emporium Shop. Ich wollte euch heute mal zeigen, dass es natürlich auch Unterhosen für Männer gibt im Disneyland. Hier ist nur eine relativ kleine Auswahl heute, wundert mich ein bisschen. Allerdings wollte ich euch mal kurz zeigen, kosten jeweils 16 Euro. Einmal hier die Mickey Maus in Rot. Da gibt es auch noch einen anderen Style, und zwar hier dieses Modell mit Schwänzchen am Hintern. Nein, im Vorderteil. Oder wie soll es sein? Naja, das ist die Frage. Gut, da haben wir noch dieses Modell hier. Haben wir den Goofy. Ja, und natürlich auch noch den Donald Duck. Die ist sehr angenehm zu tragen. Ich habe sie selber. Also von daher könnt ihr sie euch leisten. Oder hier nochmal eine Boxershort. Die hängt hier auch schon einmal ausgepackt, könnt ihr einmal sehen. Von, wie heißt der? Ich vergesse mal seinen Namen hier. Von Nightmare Before Christmas. Ja, von Jack Frost heißt er natürlich. Jack Frost ist sein Name. Ja, also diese Auswahl gibt es hier jetzt im Emporium. Im Disneyland allerdings gibt es insgesamt noch einige verschiedene mehr. Warum hier jetzt nicht mehr sind, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht finden wir noch ein paar für euch. Ansonsten, wie gesagt, die Donner kann ich euch empfehlen. Und diese auch. Was ich jetzt 100 Tage ist, sage ich euch allerdings nicht. Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Disney-Opa. Ciao. Ja, hallo, hier ist nochmal Disney-Opa. Nicht lange gesucht und schon gefunden. Natürlich mehr Auswahl an Unterwäsche für Männer. Für Männer, nicht Männer. Einmal hier, Grumpy. Natürlich die USA. Diese hier ist relativ neu. Mickey Mouse. Jetzt nochmal Mickey Mouse, beziehungsweise ja, ein Mickey Mouse, aber mit Comic-Style. Und nochmal eine andere Donald Duck. Ja, Leute. Wenn das nicht viel Ausfall ist an Unterwäsche, dann weiß ich ja auch nicht. Also bis da, ciao.